drei Spiele absolviert. Eins gewonnen, zwei verloren. Und Virtus entgegen auch drei Spiele. Davon zwei gewonnen, eins verloren. Virtus auf Rang Nummer 9 und Maus gerade auf Rang 13, aber das heißt ja noch nichts nach lächerlichen drei Spielen. Mäuse scheinen sich auf jeden Fall schon mal die Pistol, die Knife sichern zu können. Heute sehr knife stark die Maus. So, Maus bleibt auch CT. Und jetzt geht's ja auch endlich los. So, der Gold von Lexi schon wieder. Mal gucken, ob das ein bisschen was geholfen hat. So, Virtus mit dem Kurzaufbau. Kerrigan ist schon so halb gespottet. Trouble alleine am A, komplett defensiv. Spottet er mit ein bisschen Mitte für Kerrigan. Nuki geschoben. Oh, Maus. Sehr schöner Push am B. Viel Kontrolle bei Maus. Und wenn jetzt der Go nicht direkt kommt. Oh, ich glaube, die Steps haben sie nicht gehört. Virtus schiebt gerade komplett zu A. Oh, das wird so ein Split. Und die Smoke. Oh, wird er jetzt sogar vielleicht eine Smoke gleich kommen gegen Kerrigan und Nuki? Das ist bitter, weil Traveler dann quasi alleine erstmal wäre. Oh, Maus ist schon sehr weit hinter ihnen. Oh, das kann gut aufgehen. Virtus hat da keinerlei Ahnung. So, das ist also eine Outdirector entscheiden. Traveler ist halb angeflasht. Schleichen auch noch hinterher. Boah, schönes Gesicht vom Trubel. Boah, noch ein Gesicht. Und jetzt sind sie Action hoch, wird es da wirklich keine Chance. Angel noch Mitte. Connector wurde noch nicht gesehen. 30 Sekunden noch jetzt bekannt. Und jetzt einfach Gesicht geben, nice. Sehr, sehr starke Pistole. Schöner Push, hat sich komplett ausgezahlt. Und das Timing war wirklich erstklassig. Also so schnell dann schon hinten zu sein, ist echt krass. Das sieht man wirklich selten. Meistens ja dann eher so, ja, eine Bombe gelegt und dann noch so 5 bis 10 Sekunden. Und dann kommt mal einer von hinten. Aber das war wirklich quasi mit dem Go quasi schon der Anti-Go. So, zwei Richtung B. Sonic steht dort. Wer ist der andere Spieler? Nuki und Kurz. Okay. Oh, schönes Opening von Sonics. Spottet da und hilft damit. Könnte auch beide machen. Kerrigan mit da oben. Übermäht sie auch mit Bison. Und am Arsch stehen sie auch. Was haben die denn gegen Dossier, Mann? Wie gesagt, im Warm-Up hatten sie auf jeden Fall viel Spaß. Starke Pixelbildung auf Stream. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich muss noch die optimalen Settings finden. Die Encoding-Settings. Oh, war das geplant für Kerrigan? Probleme. Nuki kommt jetzt kurz. Oh, wird es gekauft? Boah, Kerrigan. Ich nehm dir. Boah, der verschießt. Nuki haben kurz dafür den Frag gesetzt. Schau nicht schön, macht echt Action dicht, trifft gleich auf Kura. Oh, er macht ihn leider nicht, Hälfte HP gemacht. Jetzt beide B am Schieben. A-Spot noch nicht ganz eingenommen. Und das hier am B raus, Fox hat gerade die Möglichkeit, da ins Gehen, wo er will. Und schiebt jetzt auch B, Kura schiebt auch weg. Und das ist ja schon hinten Küche drin. Sehr stark. Nuki damit noch nicht gerechnet und jetzt Sonics gegen 3. So, wenn er das hier. Oh, die Smoke. Einfach perfekt. Da kann Sonics wirklich nichts mehr machen. Außer die Waffe zu safen. Vielleicht. Ah, ich glaube, er wollte sogar die Arme safen. Auch eine gute Idee. Im Connector, aber Kura passt auf. Mitte oben da gewesen. 2 zu 1 direkt die erste Krypton an Virtus.
Oh, wir haben uns gerade überlegen. Diese Bomben hatten sie nicht gelegt. Also waren ziemlich low equipped. Bitter dabei Kerrigan. Hat er für meinen Geschmack zu lange gewartet. Aber gut. Passiert. Einfach direkt abhaken. Die nächste Equip besser spielen. Coding ist gut, man kann es wahrscheinlich. Also wenn irgendjemand Ahnung von X264 hat, von guten Einstellungen, der darf sich gerne bei mir melden. Ich habe schon zwei Befehle drin, aber ne, wirklich die Pixelbildung, die Kacheln und sowas rauszukriegen, brauche ich selber noch. Ja, habe ich selber eigentlich keine Ahnung, muss ich mir auch belesen und testen und testen und testen testen. Also wenn da jemand Ahnung von hat, darf sich gerne mal melden. So, noch eine Eco von Maus. Virtus wird sich damit jetzt wahrscheinlich gleich die Führung schnappen. Einer macht da. Ne, doch nicht. Stress. Gehen jetzt dann komplett A. Sind schon kurz extrem durch. So, was kann Nuki. Ui, ja, Base. Kerrigan über Keller. Hinten, damit wird Kerrigan nicht rechnen. Der ist sich ja durch die Map geleitet. So, jetzt auch das weg. Vielleicht muss ich einfach öfter mal Go neu starten. Vielleicht bauen sich die Lecks so kontinuierlich auf. Wer weiß. Ja, vielleicht kann man noch einen machen. Kerrigan wartet dann noch. Boah. Schöne Schüsse für den Adrian. Bin die ganze Zeit gebankt wird, schön. Jetzt noch einen bekommen. Die Waffe. Ist an die Waffe gekommen? Kriegt er. Ja, ich glaube, er stirbt. Oh, spielt sie jetzt. Wird er genascht von Kura. Ah, hier die ganzen Einschusslöcher. Diesen Fenster ist auch interessant, dass man hier genau sieht, dass hier das Fenster ist. Ganz seltsam. So, Führung für Virtus, 3 Runden in Folge. Und jetzt geht's wieder ins Eingemachte für Maus. Kerrigan mit Ave. So, und direkt Richtung A. Maus eher mit der Pistel, mit dem Pistolaufbau. Ne, doch nicht. Aber entweder A nur zu zweit. Trouble Aprox. Kerrigan so ein bisschen natürlich mit da. Haus. Boah, richtig blind. Aber ein schönes Kreuzfeuer von Maus. Ah, fallen da nur zwei. Jeder hat da einen gemacht. Der Arbeitsteilung. Kerrigan verschießt mit Ave. Gefällt mir noch nicht. Hat sich heute noch nicht ausgezahlt. Boah, jetzt einmal gehittet. So, damit noch die Chance für Maus, die Runde hier erfolgreich zu beenden. Ganz solide Nades gegen Spot. Fox allerdings mit Refect. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Sie werden abgeaimt. Nuki zeigt sich auch nicht. Macht er gut. Molly dürfte ihn nicht. Was? Hittet ihn? Und lockt ihn somit raus. Boah, richtig. Also, das war mal ein richtig geil taktischer Molly. Boah. Was? Also, wow. Genau solche Mollys will ich sehen. Auch wenn es mir jetzt natürlich keine leid tut, dass es gegen Maus so ist, aber der war richtig gut. Hat komplett das bewirkt, was er bewirken sollte. Dann Nuki auszuräuchern, rauszulocken. Krass, sehr krass gespielt. Schade, dass Trouble und Apox da nicht noch einen mitgenommen haben. Ansonsten war es aber ein schönes Kreuzfeuer. Ich denke, das ist auch so gedacht, dass man dort einer am L
und eine da im Spot, dass man wirklich das Kreuzfeuer hat. Haus ist halt das Problem gewesen. So, nochmal eine Eco. Gehen wieder über kurz. Sonic da auch alleine am B. P250. Derjenige ist jetzt schon gespottet. Sonics move vielleicht einen aus. Ah, schade. Ticken länger warten und er macht da einen. So, Nuki wollte auch keinen. Boah, Angel mit 4 AP. Der darf da auch mal sterben. So, nächste Quip. Kerrigan wieder mit Ave. Boah, ist auch komplett allein da. Kriegt eine Flash von Aprox. Schönes Teamplay, um ihn da rauszuholen. Lucian Kurzdev und Sonics am Spot defensiv. VP einfach wieder einen strikten B-Split. Mini-Dino muss halt aufgepasst werden. Oh, da ist niemand. Boah, wie. Was für eine Freiheiten wird das gerade hat, aber es geht trotzdem einfach B. So, haben alle noch viel Equip. So, Nuki naded gegen Flash. Boah, war eigentlich gar nicht so schlecht. Man wirft sich da. Oh, Mann. Ja, kann Kerrigan das auch nicht mehr machen mit der Arbe. Safe, eine Info bei Trouble. Ja, gut, ist angekommen. Oh, kassiert noch jetzt. So, was hat man hier gemacht? Sonics war am Spot. Also es ist auch was Abgesprochenes. Man nadet sich dann halt gegenseitig die Sachen. Weil Sonics kann halt hier vom Haus nicht getötet werden und Nuki hier von kurz nicht. Also, keine Ahnung, Sonics wollte eben halt kurz was werfen und Nuki oben was. Leider vom Timing her nicht ganz gereicht. Wenn das alles in 1-2 Sekunden eher passiert, dann bin ich mir sicher, dass da relativ viele gefallen werden. So leider überfahren wurden dort. So, 6-2. Wird es schon sehr, sehr B-orientiert. Sehr B-lastig immer. Oh, schön. Nascht. 3-3 sogar. Mit zweimal Leuten mit Waffen. Ach, schade, dass Sonix da stirbt. Ja, ey. Ach man, da schafft er schon den Jump da hoch. Wir müssen einen machen. Aber immer instant der Refrag. VP ist da schon richtig gut unterwegs, haben gute Map-Übersicht. So, 7 zu 2. 7 Runden in Folge, muss man einfach nochmal erwähnen. Seit der Pistol und der Folgerunde bei Maus leider nichts mehr bei rumgekommen. Auch wenn es wirklich gut gespielt war immer von Virtus, kann man nicht anders sagen. Wieder sehr B-lastig orientiert, nur einer vor der Action. Oder halt im Haus, weil Kuche ist das. Habe ich da eine Doppel-Arbe gesehen? Nee. Boah, gute Nate gegen Kuche. Boah, schnuckig. Nein, oder? Oh. Oh, war da wahrscheinlich gerade am Schieben. Trouble macht dann wieder seinen Move, pusht Action durch, kann ansagen. Oh, aber wo ist Adrian denn da? Und Aprox hat auch keine Ahnung. Jetzt das Duell zum Glück weggekommen. Boah, wieder dickes Chaos hier.
Auch schwer für mich dann den Überblick zu behalten. Trotzdem die Unterzahl, die hohe Unterzahl. Noch höhere Unterzahl. Kerrigan auch schon auf dem Heimweg zum Safen. Da fliegt auch nochmal was Brennendes. Eieiei. Ja, Hauptsache drei, vier Schüsse verschießen und dann Mitte Pier 2000 machen. 8-0. Also gefühlt 8-0 auf jeden Fall. Eine Pixelschlacht. Ja, tut mir leid. Weil es eigentlich nicht sein kann. So, das erste Mal, dass man Richtung A geht. Aufpassen. Wieder ein geiler Molly. Boah, sehr gut. Wieder fallen zwei Spieler. Komm, die Runde muss jetzt mal an Maus gehen. Schön, alle sind da, alle ziehen alles ab. Schön, und Dossias Posi ist bekannt um. Und er wird überfahren von Charlie. Schön, geht doch. Auch mal eine Viererrunde. Das gibt hoffentlich mal hier ein bisschen ein Selbstvertrauensboost. So, und direkt eine Runde verloren, nachdem man was Neues gespielt hatte. Und zack, stellt man wieder aufs Altbekannte um. Oh, das ist auch eine schöne Idee. Schönes Doppel dort. Von Nuki steht komplett defensiv und Charlie lenkt da vom Spot ab. Cool gemacht. Und jetzt setzen wir auch endlich mal First Tracks. Schön. So, Mitte noch jetzt einfach nicht reindaddeln. Das einfach jetzt mal easy runterspielen. Wieder direkt weg. Ja, aus dem 5 und 3. Hier ein 3 und 3 gemacht. Oh, passt doch mal bitte auf. Alter, ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind oder was. 30, also ich habe mir so, als ob da nicht klar wurde, war klar war für Trouble, wo die Gegner gerade sind. Oh, die Nate kommt leider auch zu spät. Ja, macht noch ein bisschen Damage an Kure. Kerrigan gibt jetzt Gas über Base. Sonics muss er mindestens noch einmachen. Ach, schöner Headshot. Gut an die Kante. Flash. Boah, ist der Headshot. Alter, man gibt den 5 on 3 ab. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was man da im Connector macht in der Mitte. Da hat man schon die Frags, entweder geht man. Es ist. Ich verstehe es nicht. So, wird es brauchen, nicht mehr irgendwas umstellen. Ich bin einfach immer das gleiche. Jede Runde. Kucha allein da irgendwie im Haus. Und der Rest. Richtung B, kurz. B-Haus. Wird gleich das 10-5 sein. Oh, schönes Aiming. So, dann habe Travel jetzt die Waffe noch durchkriegt.
Masse wage ich zu bezweifeln. Man sieht, Virtus kommt immer näher. Ja, wobei sie. Ein bisschen brauchen sie jetzt leider noch. Ah, hier ist uns Adrian, trifft noch auf ihn. Er steppt aber auch. Charlie kann sich da gut drauf vorbereiten. Boah. Und da macht es echt noch. Ach, so. 10-3. 5 Runden bitte jetzt noch. Also 2 noch, die letzten beiden holen. Das hier gerade mit zur Kuche gegangen. Wollte da, glaube ich, ein bisschen was anders machen. Schön. So, Mitte stirbt wieder. Trouble direkt durchgepusht. Also, sie verstehen es natürlich auch, wie sie spielen. So, schöne Runde von Uprox. Endlich mal ein bisschen da was weggeschossen. Trouble jetzt auch schon von hinten. So, er kann vielleicht gleich Mitte naschen. 2 Stück. Da läuft ihm einer in die Arme. So, den zweiten kann er noch machen gegen Abe. Schön, Mann. Und jetzt nur noch Dossier. Geht doch. Das könnte sogar die zweite Vierer-Runde werden. Aber man kann es doch. Warte, einfach Box. Safe A. Sonics kann Mitte dicht machen. Kevin pusht da auch hinten rein. Boah, geht vor. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Oh, trifft ihn. Schön. Geht doch, Mann. Also, wenn wir hier Runden gewinnen, dann sind es die ja gar nicht so unsouverän, muss man sagen. Leider bisher nur ja, 2 Equips geholt. Vielleicht jetzt die dritte. So, und jetzt mal wieder A, der Aufbau bei Virtus. Glaube ich, bisher auch noch keiner. Also Schnapper und Trouble. Auf die beiden kommt es jetzt vorerst erstmal an. Oh, oh, das Timing schon wieder. Das Timing schon wieder nicht auf Maus-Seite. Abox richtig gülden. Aber Kerrigan eingemacht mit oben am Haus. Sehr schön geholfen. Trouble auch eingemacht. Setzt noch einen. Schön. Jetzt sind wir jetzt bei der Action. Boah, er gibt direkt Headshot an Fox. Sehr starkes Aiming. Schönes Spray. Oh, da war er da drauf. Oh, und jetzt doch nochmal 2 und 2. Wieder ein geiler Molly. Richtung Connector. Auch das schöne Feuer, muss man mal ehrlich gesagt sagen. So, vor allem im Zoom. Nicht schlecht, der Specht. Fox schiebt da ernsthaft nochmal B. Aber hat Low AP. Schöner Schuss noch für Kerrigan. Und jetzt bitte einfach zusammenbleiben. 30 Sekunden noch. Das darf Fox nicht gewinnen. Mit 4 HP würd ich ihm alles mögliche zutrauen, aber nicht mit 7 HP. So, Kerrigan checkt's. So, muss eigentlich. So, weiß, wo er ist. Einfach auf Sonics warten. Sonics hat das Kit. Und hat hier noch die Zeit. Bitte auch Kerrigan vorlassen. Genau. Aber sowieso im Nachteil. Oh, ein Fox. Und eine sehr komische Pose gesucht. Och, und da kann er es wirklich nicht gewinnen. Also wenn er da. Das habe ich nicht verstanden, wie Fox das gespielt hat. Warum zielt er nicht einfach nochmal irgendwie mit? Aber er muss doch den Frick setzen. Also Maus wird so dumm dann auch nicht sein, dass sie da das Spot-Hack nicht checken. Aber gut, 5 Runden, 3 Equip-Drones geholt. Mit Pistol ist noch was drin. Mal gucken. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Ein kurzer Spot und dann geht's in die zweite Hälfte. So, sollen wir nochmal in die Kommentare schauen?
Das ist eine Schande für Deutschland. Ne, für Detuschland. Detuschland. Ex-Annex ist als neues Maus. Oh. Spekulieren hier. So, direkt live oder was? Oder wie? Ja, schaut so aus. Maus liegt direkt mit an. Nice, nice. Zum Glück sind die Glocks noch so gut. So, aber die Reflex sitzen nicht dabei, ne? Auf einmal sitzen die Reflex. Ach, zum Glück haben wir den Tabat. Den guten Herr Tabat. 6 zu 10. Geht doch. So, jetzt bitte auch einfach die Schwachstelle finden. Man, also taktisch als T war man eigentlich nie schlecht, muss ich sagen. Jetzt seit Nuki da ist. Also da ist auf jeden Fall was drin, je nachdem wie viel sie hier zeigen wollen, je nachdem wie viel man ja wirklich im Petto hat, trainiert hat. Kerrigan schon wieder hier im. So, da raus. Oh, Action, Alter. Oh, die sind hinten. Oh, ist auch nix. Ist er gerade noch ganz kurz auf seinen Kopf gesprungen? Das sah, glaube ich, so aus. Was soll denn meine Grafikkarte damit zu tun haben, dass das Bild pixelt? 0,0 gar nichts. Bei mir ist es doch nicht gepixelt. Das hat auch nur was mit dem Encoding zu tun. Also mit der Codierung. Mit dem Stream halt. Mit dem Stream-Bild. Nichts damit zu tun, wie das Bild hier bei mir auf dem Monitor erscheint. Und am Abschmieren ist sie sicherlich nicht. Die leistet schon seinen Dienst. So, noch eine Anti-Eco. Bitte auch so souverän runterspielen. Also mit Bison kann Kerrigan umgehen. Aber ich glaube, das ist nicht allzu schwer, einfach Maus eins drücken und irgendwie annähernd in die Richtung des Gegners halten. Das reicht in der Regel. AK dann schon ein bisschen schwieriger zu handeln, wie man gerade bei Sonics gesehen hat, aber macht er gut. Achte Runde. Jetzt die Equipped. Dossier mit Abe gegen Kerrigan. Mal schauen, ob sie hier das direkte Duell suchen in der Mitte. So, Fox wieder schön die Smoke geblockt. Oh, da gibt es eine Flash für Angel. Auch über kurz. Oh, sehr starker Move. Oh, und Angel kriegt echt beide. Alter, was ein krasser Move. Vor allen Dingen, das auch über kurz zu spielen, ist richtig nice. What? Ui, hier kann man bangen. Das ist, neu. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wusste ich gar nicht. Also, an alle Leute, die es bangen vermissen. Am B-Spot jetzt zumindest schon mal zwei Bang-Poses bekannt.
So, Maus auf dreimal dezimiert. Kerrigan Smoke von Nuki, oder? Ja, die liegt ganz gut. Die liegt sehr gut sogar. Kassieren aber noch einen Frag. Turn vor. Gute Smokes. Also Bombe planten könnte man vielleicht sogar noch. Sonics. Oh, schön von Nuki. 30 Sekunden. Muss die Smokes eigentlich noch nutzen, um aufs Spot zu kommen? Oh, schöner Mini-Step. Oh, jetzt leider die Smokes weg. Oh, jetzt vielleicht vor Feuerpush. Oh, oh Gott. Oh, er hätte ihn gesehen. Oh, und Sonics kann sogar machen. Oh, da wurde das Messer gezückt. Ach, keine Munition mehr. Und 10 HP. Und er macht ihn. Geh doch weg. Ach, die 1 Sekunde. Ach, lol. Ich dachte, die Bombe ist gelegt. Ach, Mann. Ey, also bitte. Was eine Chaotenrunde. Ach, direkt erste Equip an die Russen. 11 zu 8. Maus hat Geld. Kerrigan bekommt eine Arme von Trouble. Ey, diese Lex. Das ist einfach nur die Hölle. So, jetzt auch ähnlicher Aufbau beim Maus hier. So, müssen wir natürlich Angst haben davor, dass da wieder so ein Push kommt. Abox. Sehr schön. B den Fleck gesetzt gegen Angel. Huh? Er lolliert. Oh. Das, könnte ein Smoke-Kill gewesen sein. Ich glaube, sonst hätte er nicht lol geschrieben. Aber die Smoke ist auch gerade noch weggegangen. So, er faked da ein bisschen. Tut so, als ob sie... Okay, kommt doch kurz. Aber tut so, als ob das ein Fake von ihm ist. Und jetzt kommt es aber doch zum Go-Über kurz. Schön. B fällt einer nach hinten an der Säule. Wer ist das? Das hier. Aber Küche auch schon da. Gut geschoben von Virtus. Oh, sie kriegen beide Fracks. Ach, zum Glück Schnapper mit dem nächsten. Oh, Schnapper nochmal ein. Sehr, sehr, sehr gute Runde von ihm. Und Kerrigan macht den letzten. 9 zu 11. Mit drei Mann überlebt. Das ist gut. Und Virtus muss sparen. Also Anschlussrunde ist hier drin. Nicht nur drin, sogar so eine Pflicht. Leckt wie Hulle mit einem Schrott. So, warum ist das jetzt schon wieder ein 3 und 3 hier? Ich raff's nicht. Die kommen auch sogar schon von hinten. Zumindest hat Song ist da Fokus drauf. Nuki legt. Wenn jetzt jeder seinen Shot hittet. So, nix. Guck nach hinten. Guck nach hinten. Oh, sieht ein. Zweiten auch. Schön, geht auch nochmal kurz Dev. Kerrigan zielt, schön kommuniziert. Und nochmal weggesprungen. Schön auf Nummer sicher gespielt. Und demzufolge ist es die Anschlussrunde. 10 zu 11. Und damit hat mir jetzt wirklich das Spiel wieder geöffnet quasi. Verworfene Frames 101, 0,13%. Ich glaube, ich werde nach dem Spiel dann wirklich wieder auf 27 gehen. Na gut. Das Spiel aber noch hier
in höherer Auflösung. So, wird das gekauft. Henschel versucht es allein. Jetzt nochmal eine Flash von hinten, aber Kyogen ist weg. Ah, Go ist schon raus. Schön, Spot geöffnet. Oh, und alle am Jungle. Und da sieht. Ja, schöne Smoke nochmal. Kucha wollte da, glaube ich, gerade was starten. Und dann kam die Smoke wird. Sehr schön. Und hinten. Nein! Kyogen stirbt. Aber einer muss. Ja, Sonix ist schon dort. Sonix hat safe. Boah, schönes Timing. Hier auch noch ein. Schön, jetzt hinten gestorben. Und jetzt bitte einfach nur noch. Schöne Head. Spot, letzte bekannt. Nice. Ausgleich. 11-11. So kann es doch weitergehen. Ich habe keinen Einfluss darauf, was für Qualitätsauswahlknöpfe ihr habt. Das liegt nicht in meiner Macht. Schau, wie die Fake da ein bisschen allein. Schauen, wie viel er ummähen kann. Schöne Nate. Schöne Nate. Hälfte HP abgezogen. Kriegt hier einen Strafe Shot. Nuki Apox schon am B von. Das sieht gut aus. B ist komplett frei sogar. Ja, wobei kurz einer. Aber der sollte kein Problem darstellen. Oh, schöne Flash, schöne Nate. Gute Granaten wirklich von Nuki. Auf dem Spot wirklich so leicht, das Spot einnehmen so leicht wie möglich zu machen. Boah, aber richtig low die schon sind. Aber Angel, Kucha auch. Von daher gleicht sich das so ein bisschen aus. So, Berdek B-Haus, nach Trouble aus, ja. Da auch eine gute Posi, man, er würde sowieso vorher den Schatten sehen. Oh, ein Kucha. Ah, schade, dachte er, der lenkt ab. Oh, beide gesehen. Schön, wartet auf Nuki. Um wirklich beide safe zu machen. Nice. Kriegt dann am Ende doch noch beide. So, interessiert. Also war er meilenweit weg, um hier irgendwie noch nennenswerten Schaden zu machen. Und Maus überlebt hat sich mit allen Spielern. Holen sich ja auch die Führung zurück. Das ist auch lange her in diesem Match, seit sie die hatten. Das letzte Mal beim Stand von 2 zu 0. So, wieder der Aufbau, den man vorhin schon gesehen hat. Kyogen, glaube ich, war da immer Mitte allein. Apox B-Haus. Ansonsten Maus abwartend. Bombe war, glaube ich, ein T-Base oder so. Schiebt jetzt Richtung B-Haus. Hafig B-Go? Fragezeichen. Oh, Smoke von Nuki für Travley. So, er wird ihm gleich hier oben hinsmoken. Oh, der instant aus. Schön nochmal eine Flash. So, Nuki kommt jetzt mit raus. Oh, schade, kriegt den Spotspieler. Ich mach den richtig low. Sagt das auch an, deswegen auch direkt die Nade. Schön, der Fake geht auf, aber B. Füße gesehen, Refrag. Oh, Kerrigan da mit Abe. Oh, der muss sterben, der muss sterben, der muss sterben und jetzt stirbt nicht. Und das ist nicht die Runde. 6 Sekunden noch. 5, 4, 3, 2, 1. Keine Chance für Nuki. Oh Mann, da spielt man quasi einen Fake, der auch locker als Go hätte durchgehen können. Wenn sie einfach sowas als Go spielen, ja, das ist halt perfekt.
Also Spot war ja so gut wie eingenommen, der eine CDB ist ja, geschenkt, sag ich mal. Bitter. Da wird es stand danach zu zweit am B. So, Aufbau über Keller. Box wieder da oben. Boah, sehr schnell. Kann auf jeden Fall ansagen, dass es kurz sein ist und hinten auf Spot. Ich habe jetzt auch Instant mit da. So, sieht nach einem B-Split aus. Oder? Doch, würde ich schon eher sagen. Vielleicht noch mit der Option offen halten. Nochmal Richtung Action. Nee. Alle komplett halt Mitte versammelt. Jetzt gleich über kurz. Alle gerade Mitte. Oh, treffen gleich auf Angel. Er kann einsetzen. Zweiten auch noch mit Hilfe von Kura, der hinten, glaube ich, durch die Smoke gebankt hat. Da sieht man auch gerade die Schüsse noch. Carry gehen da auch keine Chance und Apox schleicht sich da. Und wird geholt von Dosia. 5 Wochen. Russland. 13-12. Kein Geld, keine Bombe gelegt. Doch Geld. Trotz keiner Bombe gelegt. So, warum jetzt nicht einfach mal den Go, den Trouble und Nuki da gespielt haben? Einfach mal gemeinsam. Wie gesagt, als Go. Nuki stellt sich da auf. Hab gerade nicht genau verstanden, welchen Fixpunkt er da wählt. So, dann wird wieder die Smoke kommen. So, schön da abgesmoked. Aber kein direkter Go. Oh, schiebt nochmal weg. Oh, wurden von hinten attackiert. Nuki aufgepasst. So, und Trouble wartet noch. Macht er gut. Sonics auch noch. Vielleicht jetzt einfach nochmal rüberschieben wieder. Weil man hat halt null Kontrolle im B-Haus. Apox holt die sich jetzt wieder. Und jetzt könnte man. Ja, sehr schön. Jetzt spielt man wieder den Action Go. Adrian, der Einzige, der wirklich aggro da steht. Und jetzt wirklich der Einzige ist, der irgendwas am A deckt. Und wenn der direkt stirbt, ist A quasi frei. Smoke noch bei Aprox. Der ist leider Mitte. Er ist richtig blind. Jetzt holt der nochmal. Schön. So, und alle wieder wirklich weg. Dosier, Kure, Connector. Schön, Mann. So, und jetzt Kerrigan einfach nur weg dort mit Awe. Ja, danke, RC. Wir wissen, du bist toll. Schön gemacht. Auch wenn ich, ehrlich gesagt, Ich weiß halt nicht, wie der da durchgekommen ist. Beziehungsweise, da hat scheinbar auch. Ich weiß nicht, hat er halt Headshot bekommen? Ist die Frage, ob er Nuki angehittet hat, er sich umgedreht hat, direkt Horn gibt? Oder ob wirklich einen hinten abgedeckt hat? Was natürlich besser ist. Kann ich jetzt nicht sagen, aber gute Runde von Maus. So, 13-13. 8-3 die Führung hier in der Halbzeit für Maus. Aber allerdings Gleichstand. Jetzt mal kompletter Aufbau. Oh, schneller Kurzgo. Nuki auch nochmal mit einer Smoke. So, kurz gesmoked. So, Spot gesmoked. Interessant. So, der Go erfolgt. Ja, ob das jetzt, ob man das jetzt wirklich mit A spielen muss, frage ich mich. Boah, schöner Close Distance Schuss. Zwei hinten am Jail noch. Fallen beide schön. Und einer über B-Haus ist schon bekannt. Nein! Warum guckst du den Molly an?
echt am Spot schon lang. Oh, Kerrigan hat nicht gesehen. So, jetzt bekannt. Schön. Er weiß, wo der letzte ist. Adrian deckt direkt an. Gut auch geswitcht von Kerrigan auf AK. Und er leckt den durch die Wand. So, Chance sogar, das Draw zu machen. Instant A-Contact. So, Haus oben bitte. Oh, schöne Nate. Kerrigan, gestorben, geholt für Kerrigan. 3 und 3, gute Smokes liegen. So, wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Bombe wird gelegt. Oh, und das hier pusht. Das hier pusht. Glücklich auf. Boah, schöner Schuss. Ah, oh, die Nate könnte sogar noch sitzen. Doch nicht. Bin wieder von einer Mini-Kiste geblockt. Und Fox letzte im Connector. Na, wer hätte das denn gedacht? Nach einer Führung von Achtung. 10 zu 2, dass hier Maus noch das Draw holt. So, und Virtus kein Geld. Maus wieder ein bisschen B. Boah, Keller Push, Sonic stirbt. Wo ist der Refrake? Schön, Abox steht da. Adrian, glaube ich, rausgepusht. Ja. Sehr viel Kontrolle jetzt bei Virtus. Fox spottet auch Mitte. Was gesehen? Oh nein, der Goat ist down, oder? Oh Mann. Hat Maus gewonnen oder nicht? Ich frage mal kurz nach. Jo, Win ist da. Sehr schön. Also, auch wenn wir uns wenn uns die letzte Runde hier vergönnt ist, verwehrt wurde. Ja, Gratulation. Trubel beschätzt, dass ich die letzte Runde von ihm verpasst habe. Ja, aber krass. Also, jetzt mal ehrlich, 2 zu 10 oder so hinten gelegen. Oder 9, 10, 9, 2 oder irgendwie sowas. Egal. Aber ich bin irgendwie noch perplex. Ihr hoffentlich auch. Und wir sehen uns gleich wieder im Spiel gegen Nip. Wenige Minuten sollte dauern. Ich meine, Maus ist ready. Nip wartet sicherlich auch schon. Von daher, bleibt dran im letzten Spiel. Nip gegen Maus. Gleich geht's weiter.